Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Generation Zero. Ich zeige es euch mal auf der Map, wo ich bin. Und zwar bin ich hier immer noch. Ist es noch die Ackerlandregion? Ich glaube es schon. Und wir haben hier eine Nebenquest und ich möchte so ein bisschen die Nebenquests alle mitnehmen. Da unten ist auch noch einer. Und der heißt, vertraue niemals jemanden. Ich habe schon einen Wegpunkt hingesetzt. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach einmal hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das hier ist diese Richtung. Arneröd, Waffen 1. Da unten ist noch eine Ortschaft. Da gibt es anscheinend noch eine Waffe. Die werde ich mir dann später holen. Ich möchte mal zu Punkt 1. Zu diesem Nebenquest. Da ist auch noch was. Vielleicht ist die Waffe sogar da drin. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal kurz reinspechten. Schauen wir mal. Hier liegt nichts. Loot ist da, das ist schon mal gut. Nee. Vielleicht ist es ja im Haus. Ah ja, da ist was. Schauen wir mal, hier ist nix. Okay, es ist wieder ruhig. Machen wir es mal systematisch. Gehen wir mal alles ab. Ich glaube, hier auf der Toilette habe ich noch nie eine Waffe gefunden. So, was ist das hier? Die Küche. Da steht was. Sonst nichts. Hier ist auch keine Waffe. Irgendetwas rauscht hier gewaltig. Oh, schönes Schlafzimmer. Hier geht's raus. Schauen wir mal. Auf die Terrasse. Okay. Ach, der Fernseher. Mhm. Hier ist keine Waffe. Okay. Ist auch nichts. Dann bleibt eigentlich nur noch die Garage. Da ist aber auch nichts. Nee. Wer weiß, wo die Waffe ist? Keine Ahnung, wo haben wir es denn? Die 1 ist da hinten. Komm hoch mit dir. Halt, irgendwas sieht mich. War aber irgendwo da hinten, ne? Da steht eine Antenne. Das könnten wir doch eigentlich. Oh. Oh, oh.
Die sind auf Wanderschaft, hä? Kleine Patrouille. Eins, zwei. Drei. Vier. Oh, die gehen alle runter zur Antenne. Ich würde sagen, das wäre jetzt keine gute Idee, wenn ich da runtergehe. Wenn ich es richtig gezählt habe, dann sind es 4 Stück. Schauen wir mal, ob die da wirklich... Die laufen da runter, ja. Okay, da würde ich sagen, lassen wir die ja mal da. Wir müssen nicht in jeden Kampf gehen. Da kommen noch welche. Oh oh, das ist nicht gut. Wir brauchen Deckung. Boah. Zwei noch. Zwei Leben. Eieieiei. Es geht ja schon mal sehr gut los. Machen wir hier zu. Wir haben den Kampf immer noch nicht verlassen. Sind ganz nah. Ich sollte vielleicht irgendwo rein, wo kein Fenster ist. Komm, haut ab. Hier ist nichts. Ich bin schon lange weg. Laufen ums Haus rum, hundertprozentig. Die wissen ganz genau, der kleine Furz, der ist da drin und traut sich nicht raus.
fliegt noch einer. Noch einer. Irgendwo schwirrt hier noch einer rum. Ich hoffe, die sind ziemlich weit weg jetzt. So, hier gibt es nicht. Doch, da ist was. Ist noch ein LKW, da schauen wir noch rein. Der ist leer, noch eine Scheune. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal noch in die Häuser rein. Den LKW haben wir. Schauen wir mal da rein. Schauen wir mal erst hier, da steht noch was. Hier ist alles frei soweit. So, da würde ich gerne noch hier in das Häuschen und in den LKW reinschauen. Nix. Ist auch leer. Aber irgendwas fliegt hier noch rum. Oh, am Funkgerät, sehr schön. Da ist zu. Nix. Halt, da ist was.
Ich muss unbedingt einmal die Pfeile ausprobieren, den Bogen unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht ist er ja, gut. Waffenkiste, was haben wir denn hier? Magnus. Die können wir gut zerlegen. Badezimmer finden wir doch meistens immer Verbände. Gut. So, das war jetzt dieses Haus, die Scheune. Da waren wir drin, oder? Ich wundere es bloß, weil die Türen noch zu sind. Okay, dann machen wir gleich mal das hier. Kleber für keine Ahnung, für was wir das brauchen. Hier habe ich mich ja versteckt hier drin. Schauen wir mal, vielleicht finden wir hier noch was. Nee. Den nehmen wir mit. Oh, irgendwas hat mich gesehen. Ich wusste doch, da fliegt noch was rum. Okay, Badezimmer, da war ich ja gerade. Und hab das übersehen. Also, weiter. Wir müssen. Ach. Die Scheune haben wir. Okay, wir müssen da rüber auf alle Fälle. Irgendwas sieht mich. Aber wo? Oh, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, da kommt jemand. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Noch einer. Sammeln wir mal die guten Sachen ein.
So, wo ist der große Bruder? Fangen wir mal hier in der Scheune an. Zwirn. Okay, an die Autos können wir wahrscheinlich nicht dran. Aber den hier. Oh, da können wir gar nicht rein. Shit. Komm. Boah, habt ihr das gesehen? Und gleich Gas dazu. Oh, erstmal heilen. Das ging ja schnell. Ist denn der? Da ist er. Ob wir die klein kriegen, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wir müssten ja noch ein Radio haben, oder?
Das waren aber jetzt ganz schön viele. Ist noch da. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, da liegt die Kanone. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch erledigen müssen für ein Quest. Also einer. Wo ist er? Sollte mich vielleicht erstmal heilen. Das wäre vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Okay, wir müssen hier auf alle Fälle was suchen. Zwirn. Sammle 16 Stück Holz. Oh, da geht's in den Keller. Zwirn. Gott sei Dank wird es einem angezeigt. Dann ist es ein bisschen einfacher. Ah, eine Waffe. Noch eine Waffe. Hm.
Waffen 2 von 2, okay. Ich glaube, hier haben wir alles. Da liegt noch was. Draußen warten noch die Gegner auf uns. Okay. Wo ist er denn? Okay, die sind also auch reinge... Oh, 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 oh. Oh oh. Shit. Erstmal heilen. Stehen wieder hinterm Haus, ne? Ist es vielleicht jetzt die Patrouille? Oh! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Okay, das war er. Ich
dachte jetzt, der Nebenquest wäre so einfach. Gehst du mal schnell hin und machst du den. Aber das ist ja der Hammer. Ich gerne looten. Wo ist er, wo ist er? So, was sollen wir denn hier herstellen? Weiß es nicht. Erstmal Türe zu und erstmal heilen. So, dann nachladen und dann schauen wir mal, was wir machen sollen. Vertraue niemals jemanden. Fertige eine explosionsfeste Jacke, Qualität 1. Okay, explosionsfeste Jacke. Explosionsfeste Jacke. Explosionsfeste Jacke. Da ist sie. Explosionsfeste Jacke. Gegenstand anfertigen. Okay. Vertraue besonders explosiv feste Jacken. Wie ist der jetzt abgeschlossen? Schauen wir mal. Bringe die besonders explosionsfesten Jacken in die Fluchtburg. Wo ist denn die Fluchtburg? Vertraue niemals jemanden. Unterschlupf. Schnellreise. So, dann sind wir hier jetzt. Okay, was liegt denn hier alles? Wo muss sie hin, die Jacke? Muss mal ein bisschen was recyceln. So. Sind wir wieder ein bisschen leichter. Aha. Veronika, servus. I'm glad this place seems secure, but that just means Phoenix will learn and adapt from this encounter. I wish I knew what the right thing to do was. For now, let's assume they'll come back soon and get ready. We'll have some introductions to do very soon. I have Jenny, Kenneth, and Layla with me. They were a part of our old group. They made it out okay, and they're ready to pull their weight. Awesome. Was there any news about Freddy? Hmm. Ah, yeah. He didn't make it. Einige die Fluchtburg. Oh, Kalle. I'm so sorry. Ah, looks like you got company. Don't let a single one through. We're not gonna lose another camp. Uh-oh.
Was ist jetzt los? Verteidige den Südeingang. Eins von zwei Wöllen, okay. Da kommen noch zwei. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Muss er heilen. Die blöden Viecher. Oh oh. Heilen. Wo ist der Große hin? Und mir geht die Munition aus, würde ich sagen. Shit they used to destroy the Moor Square camp. Mir geht die Muni aus. Thank you.
Shit. Okay, sie ist fehlgeschlagen. Das ist schade. Ich denke mal, das werden wir nochmal versuchen müssen. Aber sehen wir im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus.